Und die Jürgen Konradi Cam, ach nee, ist ja die Lümmelhorst Cam, die hier am Start ist. Die Jürgen guckt sich hier nochmal die Klassierung an, beziehungsweise die Zeiten, wann wer wie wo was fährt. Ein Schwenk durchs Fahrerlager. Ein Schwenk auf die Strecke. YouTube, der Shoemaker, auch an der Strecke hier. Der eben schön Werbung für mich gemacht hat. Wollen wir mal gucken, hier läuft gerade das zweite A-Finale Classic. Deutscher Meister! Ja, so sieht der deutsche Meister aus. Ja, nicht er da, muss ihn auch filmen. Ich möchte nicht gefilmt werden. Achso. Möchtest du gefilmt werden? Kann der Herr Schuster hier mal sagen, wo, welche Platzierung, wer, wann, also, warum und weshalb? Ja, gerne, Herr Brummelhaus. Wir sind hier aktuell gerade im zweiten A-Finale der Classic Challenge auf der HPI DM 2018. Hier vorne der Christian Spitzler und dahinter der Valentin Juncker Platz, der Kampf um Platz 1 quasi. Der Christian Spitzler hat den ersten Lauf schon gewonnen. Wenn der Valentin da jetzt noch was gegen machen kann, dann macht er dem Christian den deutschen Meistertitel noch streitig. Ansonsten ist der Christian, wenn das durchfährt, gleich deutscher Meister in der Klasse Classic hier im Jahr 2018. Okay, vielen Dank. Sehen können, der Valentin ist aber etwas, also fährt etwas sauberer aktuell. 3,20. War die Halbzeit gerade erst, da geht noch einiges. Und da kommt der gefährlich nah an den Christian. Und dann hat sie wieder rausgeschoben. Valentin reißt jetzt den Christian. Aber macht das bitte fair mit mir. So wie es hat seine Christian. So wie es hat seine Christian. Da kurz bei der Zeit mal kurz mal aber auf 3 geht es dann vorbeigefunden. Wir haben auf 2,40 zu fahren. 2,40. Da kommt die Berliner wieder, weißt du? So, so, die Junker wieder vorne, Christian auf der 2. Wir haben noch 1:10 noch zu fahren. 1:10 noch zu fahren. Junker, Kitzle, dann kommt Kallen, Ackermann, Sennen, Schach. 1 Minute noch, die letzte Minute läuft an. Noch 1 Minute zu fahren. Weiterhin Junker vor Kitzle, Kallen.
Kallen, Ackermann, Stelle, Schacht. Noch 50 Sekunden auf der Uhr. 50 Sekunden. Christian Stuttler muss näher ran. Wenn er mal Attack startet. 40 Sekunden. Christian Stuttler kommt näher ran. 1 und 2, müssen wir auf die Gerade. Noch enger kann man diese Kurve nicht. Christian Stuttler muss alles rausnehmen, weil er sich nicht auf den vorne zu lassen. 35 Sekunden auf die Fahrt. 30 Sekunden mal. 1 und 2, Abstand 0,7 Sekunden zwischen Valentin und Christian. Valentin da, der den Lauf gesichert hat. So weit sind wir, haben auch 15 Sekunden hinter uns. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei aggressive Runden, in der Hoffnung nicht abzufliegen. Also weiterfahren. Wir haben es auf jeden Fall nochmal geschafft, noch einen Umlauf zu fahren. Valentin Juncker vor Christian Stuttler. Valentin hat 30 Sekunden. Christian Stuttler dahinter. Jetzt geht's auf die Gerade. Gleich nochmal die Schikane. Gleich nochmal die Schürze. Wenn man das hier hinwerfen, ist man ab. Juncker, Stuttler, alle, dann folgt weiterfahren, weiterfahren. Ihr seid alle fertig, Valentin Juncker gewinnt von Christian Spitzel und macht euch kalt. So, das war das spannende zweite A-Finale Classic. Jetzt geht's weiter mit dem A-Finale 17:5.